Liebe Koblenzerinnen und Koblenzer, heute ist Tag 1 der Lockerungen. Der Einzelhandel darf zumindest eingeschränkt wieder geöffnet sein. Das ist ein gutes Signal, ein positives Signal. Und ich bitte Sie an dieser Stelle wirklich auch den lokalen Einzelhandel zu unterstützen und eben wieder an die Koblenzerinnen und Koblenzer auch an dieser Stelle zu denken. Auch die Verwaltung öffnet wieder ihre Pforten. Mit einer telefonischen Anmeldung ist es möglich, auch wieder hier Termine im Rathaus wahrzunehmen. Sie bekommen einen solchen Mundschutz, wenn Sie ihn nicht schon von zu Hause mitbringen, damit wir eben auch hier das Infektionsrisiko weiterhin gering halten. Denn bei all diesen Lockerungsmaßnahmen gilt immer, wir sind auf Probe. Wir müssen uns sehr genau anschauen, wie wirkt sich das aus. Und wir werden auch erst in der Folge der Zeit sehen und erleben, wie sich es auswirkt. Das heißt, wir können nicht schon morgen sagen, dass sich positive Effekte ergeben haben, sondern es kann eben auch etwas länger dauern mit weiteren Erkrankungen. Deshalb müssen wir wirklich mit der notwendigen Vorsicht an die Sachen herangehen. 240 Erkrankte melden wir zurzeit in Koblenz. 45 Menschen sind stationär untergebracht. 12 Todesfälle haben wir in Koblenz zu beklagen. Aber immerhin auch 152 Menschen gelten wieder als gesund, obwohl sie einmal infiziert waren. Das macht uns Hoffnung, aber wir sollten eben entsprechend sehr, sehr vorsichtig weiterhin mit diesen Lockerungsmaßnahmen umgehen.